So, warte mal, mach mal Licht an. Oh ja, ich glaube, das ist schöner. Warte mal. So, seht ihr jetzt ein bisschen was? Oder ist es ohne Licht besser? Nee, mit Licht ist besser, mit Licht. Warte mal, noch ein bisschen zurück. Ja, kann man so gelten lassen. Also, los geht das. Ich mach den Kühlschrank mal aus, dann brummt das nicht so. Und wie immer ist vorne an der Front mein Glücksbringer, mein Teddy, der muss sein. Dafür schäme ich mich auch. Ach so, wir wollten das Licht anders. Auf geht das. Ja, was gibt's Neues bei mir? Ich war vor einer Woche wieder in Görlitz am Wochenende. Aber das war auch wieder so eine spontane Aktion, weil wir sind ja mitten in der Rübensaison. Und hin und wieder fahren wir Rübenersatzteile für diese Firma, für eine Firma. Die haben überall, wo die Maschinen halt gekauft, geordert wurden, da geht halt manchmal was kaputt, bedauerlicherweise. Und da fahre ich manchmal nach Belgien. Meistens am Wochenende brisiert es dann. Und halt letzte Woche bin ich wegen einem Karton am Samstag bei uns von zu Hause losgefahren. Und bin dann Richtung Löbau war das. Wir müssen mal zusehen, weil hinter uns drängelt schon wieder einer. Ich bin keine Frau, ich kann nicht quatschen und reden. Quatschen und reden! Carsten, Junge, wer wach? Und da habe ich dann mein Wochenende verbracht, war wieder ganz schön. Leider hatte mein Bruder keine Zeit, denn er wohnt ja da mit seiner Frau und den zwei Kindern, aber er ist Koch und seine Freundin ist Ergotherapeutin und arbeitet beim Krankenhaus und so spontan in dem Beruf mal, hallo, ich habe mal abends angerufen, du seid den nächsten Tag da, habt ihr Zeit? Naja, das ist halt immer bitter. Demzufolge halt wieder nicht gesehen, weil ich war vor 6 Wochen schon noch mal da, bei Oppach, da gibt es so eine Mineralquelle, da habe ich auch einen Ersatz da gebracht für die Getränkeindustrie, aber da war sie auf Weiterbildung und mein Bruder hat ja auch wieder keine Zeit gehabt, weil da waren noch Sommerferien. Und viel Betrieb. Mann, der drängelt aber. Hier ist 60 und jetzt wurde er gleich überholt. Dann mache ich mal das Licht aus, damit ihr das Nummernschild nicht so seht. Ah, jetzt ist Überholen erlaubt. Hier ist 70 und der wird hier gleich abheben. Und der wird so schnell fahren, dass wir da vorne rot haben. Na? Ich halte mal die Hand dahin, so dass das Nummernschild nicht zu sehen ist. So. Mach mal hier das Licht wieder an. Ich weiß nicht, warum hier dauernd alles Sperrzeichen sind. Mein TomTom sagt absolut nichts. Aber weißt du, das ist aber auch sowas wieder. In manchen Gegenden, wo man hinfährt, meistens so kleine Kleckerdörfer, da werden solche Tagesbaustellen oder solche Baustellen, na gut, die geht ein Vierteljahr, nicht gemeldet. So, und dann fährst du mitten ins Silvaner und denkst dir so, Aber so wie ich die Sachlage einschätze, war hier eine Baustelle, weil hier ist alles neu asphaltiert. Aber schauen wir mal. 2,5 Kilometer müssen wir links. So, guck mal, jetzt steht er an der roten Ampel. Aber er musste Druck geben. Es lohnt sich nicht, Gas zu geben. Es lohnt sich absolut nicht. Kostet Sprit, kostet Nerven, Konzentration. Bringt alles nichts. Aber das werden sie früher oder später auch mal selber mitbekommen. Wenn ich manchmal die Freigabe vom Chef bekomme, schneller zu fahren, weil es pressiert. Weil ich irgendwo, was weiß ich, zu eng dran bin, dann bevor ich nicht mal Wochenende nach Hause komme, weil die dann zumachen und dann geht die Anschlussfahrt flöten, die mich nach Hause bringen könnte. Denke natürlich, dann drücke ich auch auf den Pinsel, wenn das erlaubt. Da fahre ich auch manchmal 120, 130, aber dann ist wirklich schon sehr ungern. Aber dann siehst du aber auch hier, Verbrauch geht nach oben und gut machen tust du vielleicht 4-5 Minuten auf 100 Kilometer. Da muss die Bahn aber frei sein. Keine Baustellen, keine roten Ampeln, keine Unfälle, nix. Ah ja doch, TomTom hat's drin. Hinter dem, wo wir davor abbiegen, ist es rot. Ja. Da fahren wir jetzt Richtung Schaffhaus. Nicht zu verwechseln mit Schaffhausen. Das ist nämlich wieder Richtung Schweiz.
Und da wollen wir ja nicht hin, ne? Bodensee und so. Also Bodensee schon, aber ne, ja. Wisst ihr Bescheid. Was wollte ich noch sagen? Ich habe gerade in der ARD Hitnacht gehört, dass in Lörrach ziemlich viel Sturm ist, dass da Straßen gesperrt sind wegen umgeknickter Bäume. Muss richtig zur Sache gehen. Und im Weilerswist, die 61 ist wegen Polizeieinsatz gesperrt. Nachher kann ich mir auch wieder zwei Dinge vorstellen. Oder drei Dinge. Entweder hat einer bedauerlicherweise Guten Nacht gesagt, von der Brücke aus. Oder Tiere laufen rum. Oder Verfolgungsjagd und das Auto ist irgendwo verunfallt. Mittlerweile kann man sich sowas nach all den Jahren ein bisschen zusammenschustern. Und besonders wenn dann so ein Funk, so Nachrichten kommen, ne? Wegen Polizeieinsatz und nicht mehr, dann ist immer mehr dahinter, ne? Dann, ja, da wäre ich zum Sherlock Holmes. Aber ich finde das gut, dass nachts die Radiofrequenz von mehreren Sendern zu einem Sender zusammen gemacht wird. Da erfährst du Dinge, was im Norden und gleichzeitig im Süden abgeht. Tagsüber erfährst du meistens nur die regionalen Radio, vom regionalen Radiosender die Themen, die in den Gebieten so stattfinden. Aber nachts, da gehörst du den Funk, den Verkehrsfunk von Hamburg, ob eine Sturmflut kommt oder sonst was, richtig interessant. Schön, schön. Gefällt mir. Früher sind auch noch Geschichten noch gekommen, aber irgendwie immer seltener. Das höre ich mir nämlich gerne an. So Geschichten, so Krimis. Aber sie dürfen nicht zu sehr ablenken. Manchmal bin ich so im Thema verfixt, da bin ich schon richtig dabei, den Täter mitzusuchen. Aber es macht Spaß. Ist mal was anderes als immer nur Musik. Naja. Nö, und sonst ich hatte letzte Woche, die letzten 14 Tage viel Stress. Deswegen, wenn ich Stress habe und nee, dann filme ich auch nicht, weil dann kommt das, dann ist das blöd. Ich muss es gerne machen. Ich muss es so wie mein Job, mein Beruf mit Leib und Seele machen. So wie jeder andere auch. Weil wenn man was mit Leib und Seele macht, mit Herzblut, dann kommt das viel anders rüber, als wenn man, ich muss, weil die anderen es möchten und so. Das ist nix. Das ist nix. Und ich muss mir ja auch noch weiter reinfitzen in diesen Schneideprogramm und alles. Aber ich habe ja dann in Weihnachten eine Woche Urlaub und dann versuche ich auch so, wie sagt man dazu, so ein Eilauf, wie sagt man dazu? So ein Cover-Video, so ein Einlauf-Dings dahin. Ihr seht, ich bin nicht vom Fach. Ich mache das nebenbei, hobbymäßig. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, das soll hier nicht so performancemäßig werden, weil es ist ein Unterschied, ob du Fernfahrer im LKW bist oder Fernfahrer im Kurierweg bist. Im Fernverkehr, da hast du deine strikten Zeiten und da musst du und ein Weo und ne. Und im Kurierbereich, da bist du immer so spontan unterwegs und ja. Ich sage mal so viel. Es ist so, als wie wenn Fernfahrer im LKW-Bereich noch die Tachoscheibe hätten. Wisst ihr, was ich sagen möchte, ne? Weil wenn die noch die Tachoscheibe hätten, dann würden sie dann auch noch schauen wir mal. Auf jeden Fall freue ich mich irgendwie, ehrlich gesagt, dieses Jahr auf meinen Weihnachtsurlaub. Ich bin immer gerne unterwegs. Normalerweise hasse ich Urlaub. Ich hasse ihn. Ich weiß nicht. Die ersten drei Tage gehen, aber danach fällt mir schon die Decke auf den Kopf. Und ich weiß, weil das mein Fahrzeug in der Ecke steht, weil wir keinen anderen Angestellten haben und kein anderer fährt damit. Das belastet mich weniger. Dieser Gedanke, dass, wer fährt mit meinem Fahrzeug, geht alles ordentlich zu oder bla. Ich weiß nicht. Mein Zuhause ist das Fahrzeug. Ich bin froh, wenn ich mal zu Hause bin, gebe ich zu, im Bett zu kuscheln, das ist was ganz anderes, wenn du mal nach zwei Wochen oder je nachdem nach Hause kommst, ne, und dich ins Bett geduscht und alles fertig und du dich Nachmittag, was weiß ich, Freitag 16 Uhr ins Bett legst, nur ein bisschen das Tablet anmachst, ein bisschen Fernsehen guckst oder irgendwas liest und du, was weiß ich, um 4:30 schon weggereiert bist und du schläfst dann bis nächsten Tag 7, 8 Uhr. Du bist aber dann so ausgeschlafen, dass du schon, was weiß ich, der Erste bist beim Einkaufen sozusagen. Aber du kannst dann so viel erledigen, das tut richtig, richtig gut. Und umso älter ich werde, umso mehr schätze ich den Mittagsschlaf. So, jetzt kommt schon wieder einer, müssen wir aufpassen. Oh, noch 1,5 Kilometer. Ja.
jetzt befinden wir uns kurz vorm Endkunden. Auf jeden Fall sollen da Parkplätze vor Ort sein, aber ich weiß nicht, ob da vor noch ein Firmenzaun ist und der geschlossen ist und sich erst öffnet, wenn die da sind, oder ob der offen ist und man sie hinstellen kann. Und wenn der offen ist, dann haben sich bestimmt übers Wochenende schon so viele hingestellt, dass ich da Probleme habe, weil das ist so eine kleine Firma. Laut Google Maps hatten die 6-7 Parkplätze. Also große LKW-Parkplätze. Ja, schauen wir mal. Schade, dass sie da nicht eher da sind, weil das ist die Logistik von dieser Firma und die fangen erst angeblich um 7 Uhr an. Ja, so, jetzt ist der Typ hinter uns weg oder diejenige. Auf jeden Fall, ja, hier könnten wir uns rechts hinstellen. Da ist so ein Informationsding, aber kein Halteverbot, das wäre schon immer was. Da wären wir aber immer noch 1,6 Kilometer, nee, 800 Meter wären wir weg. Schauen wir mal. Weißt du, ich finde Industriegebiete irgendwie fehl am Platze, die keine Parkbuchten haben. Absolut gar nichts. Oder die Parkbuchten haben, aber dann drauf steht von 8 Uhr bis 6 Uhr Parkverbot. Besonders für Schwerverkehr. Und was ich dann hasse, ich habe mich ja manchmal schon dann dahingestellt, weil ich mich ja nicht so als Schwerverkehr zähle. Aber manchmal erwischt es mich dann und dann werde ich da auch weggeschickt. Entweder von irgendwo so ein Sicherheitstyp, der hier für dieses Areal zuständig ist. Jetzt nicht für dieses, sondern da, wo ich mal war. Oder es kommt wirklich die Polizei und sagt, hier, guck mal, wie sagt man, eingeschränktes Parkverbot. Sprich, du darfst da bloß 6 oder 8 Minuten zum B und N laden oder 4 Minuten oder 10 Minuten. Boah, Junge, schleift. Darfst du da stehen? Das ist doch traurig. Warum? Ich meine, gut, hier vor der Kurve, okay, sehe ich ein. Aber nee, das machen sie, das ist Schikane. Damit die Mitarbeiter, die hier in den ganzen Firmen ansässig sind, tagsüber parken können. Weil die Buden zu faul sind, zu bequem sind, für ihre Mitarbeiter Parkplätze zu organisieren. Weil es kostet ja Geld, ne? Und so kostet Steuergelder Geld. Ach, oder Gemeinde oder Kommune Geld. Traurig. Aber wenn es dann wieder heißt, ja, die Spediteure, die sind dazu zuständig, dass hier im Industriegebiet Parkplätze sind. Ja, ja. Ja, ja. Was sollen wir noch alles? Was sollen die Spediteure noch alles sein? Ey, hier brennt Licht, aber das ist nicht unsere Firma. Scheiße, ich glaube, wir sind falsch reingefahren. Ja, ja, der andere Kumpel, der zeigt uns von da lang. Ich glaube, wir sind falsch. Ja, wir sind auch falsch. Wieso, Tom, wieso schickst du mich hier lang? Katastrophe. Oh ja, doch, können wir doch vorm Tor links lang? Wirklich? Ehrlich? Okay. Ja, nee, eben nicht. Da ist ein Tor, du Knödel. Das hasse ich an TomTom manchmal. So. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich jetzt ein 40-Tonner wäre, könnte ich mich hier irgendwie wieder zusehen, dass ich zurückkomme. Weil da ist nach hier ein Durchfahrtsverbot und da ist eine Feuerwehreinfahrt. Wir müssen hinten rum. Das Auto-Navi hat gesagt 1,8 Kilometer. Das Navi hat, das TomTom hat 800 Meter gesagt. Oh, ich hasse es. So. Jetzt muss ich das Licht mal ausmachen, weil ich kann nicht rückwärts fahren, wenn das hier innen drin blendet. Na, was ist das denn hier? So, aber wir tun uns leichter, wenn wir uns hier drehen. Schließlich habe ich ja nicht so ein großes Fahrzeug. Jetzt der Trucker Hollitsch? Oh Mann, ey, peinlich. Ich kann es nicht aussprechen. Wäre, dann hätte ich da schon wieder Probleme. Oder generell so ein großer Kollege. Und schließlich möchte ich ja hier auch nicht die Biotonne und den Restmüll durcheinander bringen, ne? Dann zähle ich hier noch als Umwelt zu nennen, Baden-Württemberg. Dann kriegst du noch mit den Grünen zu tun. Na, hör mir auf, du. Los nicht. Also, die Tonnen und alle stehen noch akkurat da. Wisst ihr Bescheid, ne? So. Das heißt, wir müssen jetzt hier, so wie das Sternnavi sagt, außenrum rumfahren. 1,8 Kilometer. Da ist ein Auto, zwei Autos und die arbeiten da. Mensch, schade, dass ich nicht hier anliefern muss. Ich hätte bestimmt die Ware losbekommen. Oh.
Mist, da hätte ich nochmal 50 Kilometer weiterfahren können. Ja. Viele denken sich jetzt bestimmt, oh Carsten, warum fährst du denn jetzt schon los, wenn du dann ein paar Stunden später noch weiter musst? Ich meine, fahrzeitmäßig habe ich noch gar nicht so viel weg. Und außerdem haben wir ja Schichtzeit, ne? Wenn du nur diese 9 Stunden oder was weiß ich, zweimal in der Woche 10 hättest, dann könntest du nicht viel machen. Aber du hast ja die Schichtzeit, ne? Und da geht schon was. Auch in 9 Stunden. Von daher, wir sind um 12 Uhr gestartet. Und bei 12 Stunden schaffe ich es locker, hoffentlich bis Frankenthal von der Schichtzeit. Deswegen, ich kann dann auch jetzt auch gleich noch ein paar Stunden die Augen zumachen. Und das ist das, was viele nicht sehen, ne? Viele sehen, was haben sie denn, die Kutscher, ne? Die 9 Stunden da, die klotzen die ganze Zeit nur vorm Fenster rum und hinterm Steuer und, ne? Weit gefehlt. Wenn die wüssten, was wir für Schichten jeden Tag führen. Wahnsinn. So, jetzt werden wir mal gucken, wo wir hier hin müssen. Hauptpforte, Personal. Aber da müssen wir ja nicht hin, weil wir müssen ja zu der Logistik. Früher, da konnte man rund um die Uhr bei solchen großen Firmen anliefern. Rund um die Uhr, zumindest hier als kleiner Hutscher, konntest du immer als Sonderfahrt deklarieren. Alles dunkel. Traurig. Ausgenommen LKW, ach tatsächlich. Sag bloß, das ist für uns LKW hier, wow. Also für uns, cool. Hier gibt es 2 Parkbuchten, also Tonbut richtig draufsteht, auf dem Asphalt LKW und ausgenommen Parkverbot LKW. Also das Parkverbot ist ausgenommen für den Zulieferverkehr. Aber in den Hallen brennt Licht, aber ja, ein paar Mitarbeiter sind vor Ort. Aber den Sicherheitsdienst sehe ich hier auch nicht. Oh ja, da rauchen welche. Ein Mädel raucht. Wow, dieser. Die habe ich selbst im Dunkeln erkannt, dass das eine hübsche war. Naja, Carsten, du sollst auf die Fahrbahn achten und hier nicht auf Mädelfang sein. Naja. So. Außerdem in der Nähe von Aalen, da habe ich schon was. Oh, was willst du hier sagen? Da habe ich schon eine. Woanders habe ich noch welche. Nein. Da wohnt eine ganz gute Freundin. Eine ganz, ja, was heißt Freundin? Eine Freundin sagt man ja, wenn man schon was mit ihr unterlebt. Nee, eine ganz gute Bekannte. Bin ich echt, echt froh darüber. Das ist auch immer so ein Seemannsgarn, dass Fernfahrer überall ein Mädchen haben oder ein Mädel haben. Das ist weit gefehlt. Ich meine, gut, ich sag mal so, kontaktmäßig, ja, habe ich welche. Aber nicht, dass ich hier, mit der bin ich im Bett gewesen, mit der, bin ja kein Casanova, hallo? Oh, da ging der TB wieder an. Oh, hier brennt's Licht. Bewegungsmelder oder fangen die jetzt gerade an zu arbeiten? Oder der Sicherheitsdienst hat gesagt, hier, Licht an, du musst da lang. Warte mal. Nee, wir müssen noch weiter. Da sind auch hier sind auch auf dem Parkbuchten. Hier kann ich mir auch hinstellen. Also so wie es aussieht, ist bislang, ich habe ja noch nicht den Firmenparkplatz gesehen. Noch keiner hier. Ich versuche ja so nah wie möglich an die Firma zu kommen. Dass falls das Tor zu ist, ich morgen alles reintragen kann. Ah, da sind Schranken und das Tor ist zu. Ja. Tor ist zu, Schranken sind zu. Sind da welche drin? Ein Auto steht, 2 Auto steht. Aber da komme ich nicht drin. Und wenn ich mich jetzt hier davor stelle, kriege ich hier Ärger. Ich müsste mal gucken, wann die anfangen zu arbeiten. Normalerweise sollte da ja irgendwas mit Öffnungszeiten stehen. Bitte klingeln. Ja. Nee, komm. Wenn das Tor zu ist, das lohnt sich nicht.
Nee, nee, wir machen hier keinen Stress. Chef hat gesagt 7 Uhr, also von daher, komm. Ja, schauen wir mal. Ich kann mich hier nicht hinstellen, das sieht so aus wie eine Wendeplatte. Steht zwar keine Feuerwehrzone oder sowas, aber wenn ich mich da an den Zaun stelle, da vielleicht, Elektrotankstelle, hier vielleicht. Kann man sich hier hinstellen? Das wäre vielleicht was. Schauen wir mal. Wenn ich mich jetzt hier so hinstelle, da stehe ich mit dem Arsch draußen. Naja, da stehe ich mit dem Arsch draußen. Außerdem ist hier gegenüber eine Einfahrt, da kommt kein LKW raus. Deswegen haben sie das gemacht, damit der LKW da rauskommt. Ja, ja. Nee, nee, kann ich auch nicht machen. Wir stellen uns. Ach, Scheibengleister, wir stellen uns da oben hin. Fahren wir mal rückwärts. Hui! Na, 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 na. Was mich irritiert, dass da wieder Licht brennt. Aber das ist, glaube ich, so Einbruchschutz, ne? Ja. Müssen wir bloß gucken, dass wir hier kein Tor oder sowas blockieren. Immer zweimal gucken, bevor man sich da hinstellt. Siehst du, da ist nämlich eine Schranke, da will vielleicht auch morgen ein LKW raus. Ey, das ist doch mal genial. Könnt ihr das sehen? Hier hat einer einen Zaun aus Solarplatten. Zeige ich euch gleich mal. Das ist ja mal genial. Das nenne ich mal. Nicht, dass ich eine Schranke kaputt fahre. Bleib lieber mal hier stehen. Was war das denn jetzt? Hä? Tatsächlich. Junge, wenn du da gegen den Zaun fährst, dann wird es aber teuer, das sag ich dir. Das zeige ich euch gleich mal. Moment. Schaut mal. Könnt ihr das sehen? Das sind solche Solarplatten hier an dem Zaun. Schwierig, aber da könnt ihr sehen. Cool, ne? Muss man erstmal darauf kommen. Aber ganz ehrlich, ich finde das... Also ich persönlich würde das nicht machen. Ich hätte da Angst, wenn da irgendwo im Industriegebiet mit einem LKW oder sonst was, ne? Und schwuppdiwupp sind sie weg. Naja, gut. Jetzt haben wir 23 Minuten gefilmt. Dann bis morgen. Hier kann ich euch bestimmt nicht sagen beim Abladen Automotivbude, aber beim... Hauptklärwerk in Stuttgart. Also, schlaf gut und tschüss. Guten Morgen, meine Freunde. Heute ist mittlerweile Montag und jetzt kurz vor 7 Uhr. Oder wir haben schon nach 7 Uhr. Ja, leider habe ich die Kartons schon abgeladen. Es ging ziemlich schnell. Das ist das Teil, was jetzt noch zum Hauptklärwerk nach Stuttgart geht. Aber ich glaube, das ist keine Skulptur, sondern das ist hier irgendwie so, weil das so ein S ist, wisst ihr? Und ich denke mal, dass das so ein Sieb ist, dass das irgendwie vielleicht Klopapier oder irgendwie rausfiltert. Aber das werde ich dann später noch erfragen, wenn ich es ablade. Ja, und sonst ist eigentlich nichts drauf, außer meinen Sprudelkasten mitzutrinken. Jo, dann wollen wir mal weitermachen, ne? Also, bis später, dann seid ihr wieder dabei. So, jetzt sind wir gleich beim Hauptklärwerk in Stuttgart und wie soll ich sagen, immer wenn du kurz vorm Ziel bist, fängt es an zu regnen. Das heißt, ja, wir sparen uns heute wieder die Dusche. Ne, kommt uns doch sehr gelegen, wir sind in Baden-Württemberg, ne, bei den Grünen Hochburg, ne. Die haben ja schließlich gesagt, wir sollen den Waschlappen nutzen und so. Ich nutze den Regen. Noch besser. Hey, ich bin ein Streber. Oh wei, ey. Ich sag jetzt mal nichts mehr. Bis später beim Abladen.
So, grüßt euch meine Freunde. Wir fahren jetzt zum Sandfang Mühlhausen. Warte mal, ich switch euch um. So, jetzt aber. Hier, da müssen wir das abladen. Und wie es der liebe Gott möchte, ne? Wir haben halt aufgegessen, wir sind halt ein ganz lieber Onkel, lieber Fahrer. Jetzt scheint nicht die Sonne, aber es hat aufgehört zu regnen. Ist das nicht gut? Gut, der Scheinbücher läuft noch, jetzt ist aber Schluss. Wir sollen ganz geradeaus hinter und da ist der Sandfang, ja. Ich habe gesagt, wie sieht das Gebäude aus? Das sehen Sie dann schon. Als ob ich hier Fachmann bin. Leute. Wie sieht denn so ein Sandfang aus? Ist das hier vielleicht? Ich soll ganz, ganz geradeaus hinter. Oh Mann, ey, ich weiß doch nicht, wie ein Sandfang aussieht. Ich hasse sowas, ich hasse sowas. Einfach eine ordentliche Erklärung. Das sehen Sie dann schon. Nein, wo, wie, was denn, wo denn? Sie fahren da bis Kerzen geradeaus hinter. Hier? Das ist doch wieder, das, ach, ich kann schon wieder, sowas hasse ich. Sie fahren Kerzen geradeaus hinter. Nee, das kann nicht sein. Da hinten kann er nicht. Sie fahren, aber der hat gesagt, sie fahren Kerzen auf. Ja, vielleicht doch. Fahren wir mal da hinten hin. Ich habe keine Ahnung, liebe Leute. Mann. Da steht einer. Oder ist das eine Ampel? Da komme ich doch nicht lang, ey. Einfach ordentliche Anweisung. Kann man das mal verlangen? Ich arbeite doch nicht hier, Mensch. Schauen wir mal. Okay, jo. Bis wieder. Ja. Oh, das müffelt aber auch. Hoppala, scheiße, abgegangen. Müssen wir gleich gucken. Wunderbar, danke dir. Aber der braucht wieder, oder? Nö, die gehört dazu, das ist angeschraubt. Ich glaube, das ist ein bisschen.
Ja, jetzt. Nee, doch. Danke. Schöne Woche noch. Gleich trinken. Gleich ab. Jo. Lieber Mann, drei Experten und ein Azubi für eine Palette, die 35 Kilo wiegt. Ah, okay. Scheibenkleister. Wisst ihr, was gerade bei uns kaputt gegangen ist, bei mir? Guckt euch das an. Verschleißteil. Hier die Zuröse, wo eigentlich immer eine Plombe reinkommt, und hier das Material. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier irgendwie aufspreize. Schaffe ich nicht mehr. Habe ich noch einen Ersatzteil mit? Nee. Dann muss ich irgendwo gucken, dass ich den Billigbohrmarkt komme. Sowas mit Billigbaumarkt. Da muss ich den Hornbach fahren oder sowas. Scheibenkleister. Das ärgert mich nicht mehr. Ja, das ist ärgerlich, weißt du? Ich glaube, sowas gibt's nicht. Hatte ich damals schon mal Probleme. Aber ja, so ist das nun mal. Wo gearbeitet wird, fallen Probleme an. Ganz normal, ne? Verschleißteil. Ja, also ein Ding kostet eins noch was. Aber ne, wenn du keinen Ersatzteil hast, ist immer wieder doof. Ich guck grad mal. Warte mal, Entschuldigung. Ihr seid ein bisschen. Nee, ich habe hier keinen Ersatzteil. Doch hier, warte mal. Hier. Oh ja. Hier, das können wir noch nehmen. Da ist nichts drin. Das muss ich ein bisschen aufbrudeln und dann mit der Zange zusammen machen. Das schaffen wir. Machen wir heute Abend. Bis später. Grüße euch, Leute. Ich wollte euch gerade mal was zeigen. Guckt mal, diese Verkehrsmeldung hatte ich aber auch noch nicht. Da war einer in der Verkehrszentrale wohl richtig angeärgert durch die ganzen Neugierige. Da steht nämlich drauf, denn hier ist gerade eine Sperre auf der 15N. Die kennt vielleicht einige Fernfahrer, die ist ja neu, das ist die Verbindung zwischen Dingolfing und Regensburg. Die ist ja zweistreifig in jede Richtung, richtig schick, wie eine Autobahn fast. Naja, auf jeden Fall Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, Gefahr. Habe ich noch nicht gelesen. Also da muss, glaube ich, richtig einer diese Textnachrichten, diese Meldungen, die kommen ja immer von einer Verkehrszentrale. Und da sitzen ja Menschen. Da ruft ja auch manchmal die Polizei an
und warnt hier, geben Sie mal bitte ein, da und da und da ist ein Falschfahrer, so und so, da und da sind Gegenstände gemeldet worden, ne, da und da steht ein Pannfahrzeug, der tut Reifen wechseln auf der Fahrerseite. Dafür gibt's ja die in der Verkehrszentrale und da sitzen ja welche am Computer und die können auch die Kameras auf der Autobahn wegen und alles. Unter anderem machen die dann auch solche Texte da rein. Also ich glaube mal, einer, entweder war das eine Vorgabe vom Polizisten oder derjenige, der bei der Verkehrszentrale arbeitet, war richtig angefuchst dadurch. Naja, ich wollte euch das mal zeigen. Ich habe das sowas noch nie gesehen. Vielleicht ihr auch noch nicht. Okay, ja, ich konnte euch leider heute nirgendwo zum Abladen mitbringen, außer bei der Hauptklärwerk, weil ja, BMW war ich und dann war ich bei einer Spedition und überall, naja, ist ja furchtbar, ne? Ist echt schlimm. Da hat ja der eine von dem anderen Angst, dass man irgendwie, ich weiß es nicht warum. Ach, egal. Deutschland. Wir leben in einem Land, wo sowas halt ist, ne? Wo man nicht so. Früher, weißt du, früher bist du mit dem Fotoapparat überall piep, piep, piep und knips, knips, knips und, ja, heute geht nicht mehr, geht nicht mehr. Naja, okay, ich wünsche euch was. Wir hören uns morgen am Dienstag wieder. Macht's gut, tschüss.